wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Issa. Ich habe euch wieder heute ein wunderbares Thema gebracht und zwar geht es um Mazdak, Mazdok, Mazdakel, der ewige Judas. Und wir werden den heute von oben bis nach unten verbal komplett auseinandernehmen und fachgerecht zerpflücken und mit Beweisen untermauern. Und ich kann euch auch von Anfang an sagen, dass sein Video ein absoluter Witz gewesen ist. Ich habe die Mazdok Army auch überhaupt gar nicht gespürt. Anstatt eine Mazdok Army kam dann da sein schwuler Bruder vom anderen Ufer und der versucht jetzt auch seine Familie mit ins Kolosseum zu ziehen. Also ich garantiere es euch, das ist nicht gut. Der Sammy 0815, der Leichenfledder, hat genau dasselbe gemacht. Ich meine, der kommt in eine Bubble rein, ja, und bringt Frau und Kind mit. Also ich weiß nicht, wie blöd der ein oder andere Mensch sein kann. Also wie gesagt, guck mal, stellt euch mal vor, so 2000 Jahre zuvor, so, ihr geht in ein Land rein, ihr habt ein wunderbares, riesiges Bauwerk vor euch, so, mit 50.000 Sitzplätze. Ihr geht schön da auf die Tribüne, ihr gehört zum Mob und der Mob ist blutdurstig und heute wird es Blutregen. Und in der Mitte seht ihr eine Gestalt, quasi eine Kreatur, der aussieht wie ein Primat, so wie ein Homo erectus, ein Neandertaler. Den haben wir damals in seiner Höhle gefunden und mitgenommen. Den haben wir sogar einen Job gegeben, der hat die Videos gewürzt. Er hat unfassbar viel Geld damit verdient, mehrere Tausende von Euros. Das werden wir alles beweisen. Ey Leute, wenn ich etwas sage, dann entspricht das schon der Wahrheit, Mann. Ich brauche hier nichts zu machen und zu lügen. Er hat mit dem Namen Ali Osman mehrere Tausend Euros verdient. Das ist alles beweisbar, gar kein Problem. Ich werde euch mal jetzt hier etwas einblenden. Das ist ein Video, was ich gemacht habe gegen den Mazdak. Und das hat nicht mal ansatzweise so viele Klicks bekommen, wie er die generiert. Und das Video hat alleine schon 40 Euro gebracht. Der Mazdak lädt aber zwei Videos am Tag hoch, 30 Tage die Woche. Dann kann man das doch mal ganz einfach ein bisschen ausrechnen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sein CPM-Wert viel höher ist als meiner. Weil warum mache ich das jetzt? Hashtag Kriegskasse. Das liegt daran, dass der immer wieder vorgaukelt, mit YouTube und so weiter nichts zu verdienen. Dass alle seine Videos gelb sind und hin und her. Das ist alles nur gelogen. Lug und Trug. Guck mal, Mazdok, guck mal, jetzt an dich persönlich. Geh auf Google AdSense und zeig mir die Geldbeträge, die du bekommen hast. So, weißt du, ich meine, das kannst du nicht fälschen so. Was du bei YouTube da angezeigt wird oder auf Social Blade, Dashboard, das ist alles Lug und Trug. Lasst euch da nicht manipulieren. Die wahre Schatzkammer, die befindet sich auf Google. Ja? Google AdSense, zeig mir dort die Ausschnitte, was du in den letzten Monaten und Jahren auf YouTube verdient hast. Und ich sage es euch, Leute, das ist ein sehr schmackhafter und leckerer Betrag, den er da Monat für Monat rausholt. Und da ist Twitch, ja, mit den ganzen Subscriber nicht mal dazu gerechnet. Ja, da sind die ganzen Sponsoren, die der unter die Hand nimmt und euch da draußen verarscht, auch noch nicht mit dazu gerechnet, okay? Auf jeden Fall, achtet mal drauf, das ist mir auch aufgefallen, jetzt wo ich mich ein bisschen mit Mazdok beschäftige. Am Anfang jeder seiner Videos sagt er, hallo meine besten Freunde, ihr seid meine besten Freunde, Hashtag bester Freund, in jedem von euch steckt ein kleiner Mazdok, ich bin werbefreundlich, lieb und dies und das, okay? Er versucht sich quasi als werbefreundlich zu verkaufen und auch so zu sprechen. Aber wenn ihr seine Reactions anguckt auf diese ganzen Videos, ist er unglaubliches Öl ins Feuer am Gießen, am Stichen, am Hetzen, am Machen und am Tun. Okay? Aber seine Ausdrucksweise, sein Titel und so, das sind alles unterschiedliche Sachen. So. Und das, meine Freunde, sind Manipulationstechniken. Weißt du, warum mir das aufgefallen ist? Weil immer, wenn er sagt, bester Freund, achtet mal drauf am Anfang seiner Videos, dann klatscht er in die Hände. Hallo, meine besten Freunde, klatscht in die Hände. Er macht das immer wieder, wenn du eine Lüge immer wieder wiederholst und wiederholst, dann wird diese Lüge zur Wahrheit. Ja, das nennt man, das ist eine Manipulationstechnik, Leute. Lasst euch von diesem Blutsauger bitte nicht vorführen. Ja, ich werde ihn sein wahres Grauen, der Typ ist wirklich ein Blutsauger,
ein Judas. Ich werde ganz genau diesen Typen für euch zerpflücken. Macht euch da mal keine Sorgen. Und ihr wisst, ich bin der Letzte, der hier nach Abonnenten bettelt, macht und tut. Aber der Typ hat es verdient, dass der Mob ganz genau jetzt das richtige Fleisch zur Verfügung bekommt. So, weißt du, ich meine, der ist da im Kolosseum und glaubt mir, Leute, ich werde ihn an seinen Haaren an eine Kutsche befestigen. Und diese Kutsche, dann haue ich dem Pferd auf den Po, ja, dann klatscht es auch und dann läuft er erstmal ein paar Runden um das Kolosseum und dann werden wir den Mazdak mal zur Verfügung stellen. Und auch eine ganz wichtige Sache ist, dass Krieg niemals, hört auf diesen Satz, Krieg findet niemals auf dem Schlachtfeld statt, sondern beginnt in den Köpfen der Menschen. So. Das ist ein sehr interessanter Satz, den sollt ihr wirklich verinnerlichen und niemals vergessen. Krieg findet niemals auf dem Schlachtfeld statt, sondern in den Köpfen der Menschen. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich viele Metaphern bringe, warum ich versuche, euch ein Sinnbild zu geben, damit ihr euch auch reinfühlen könnt, auch auf einer emotionalen Ebene. Okay, der Mazdak ist nichts weiter als ein Primat. Okay, wer nicht weiß, was ein Primat ist, das waren damals Neandertaler gewesen, so steht es in den Geschichtsbüchern. Ich halte nichts von Geschichtsbüchern, aber nur wie gesagt, damit ihr ein Sinnbild dafür bekommen könnt. Und man merkt, dass, wie stolz der ist in seinem Video. Er hat zwei neue Wörter gelernt. Einmal skrupellos und einmal war das... Das war das andere gewesen, niederträchtig, so skrupellos und niederträchtig. Und er wiederholt das auch immer wieder. Und da habe ich gemerkt, ja, da habe ich auch gemerkt, dass der seine Videos genau aufbaut wie auf die Videos von ABK. Auch mit der Fragestellung und so weiter am Ende. Auch mit den Beats im Hintergrund, diesen District Beats und so weiter, um diese ganze, das ganze Gemüt nochmal ein bisschen aufzubrausen. So, das sind alles Sachen, die er von den anderen kopiert hat und versucht anzuwenden, aber du bist kein ABK, du hast keine ABK-Armee. Die Mazdak-Armee habe ich nichts gespürt. Es kam nur der Bruder oder ich weiß nicht, was das ist, ein Mädchen, ein Zwitter. Ich weiß es wirklich nicht, ne? So, als nächstes kommt wahrscheinlich noch Nebi, aber bitte bringt es nicht so weit, dass jetzt wirklich, dass das wirklich so zum Familiendrama wird. So, weißt du, ich meine, ey, das hat der Semi0815 genauso gemacht. Der kam dann plötzlich mit Frau und Kind. Ich weiß nicht, warum man so blöd ist, in eine Bubble geht, wo sehr viele Trolle sind, wo sehr viele Leute sind, die einen zerfleischen wollen, wo der Mob ist, der sowieso Blut regen will, dass man dann da mit seiner Frau und sein Kind kommt. So, weißt du, ich meine? Aber wie gesagt, Leute, das Wichtige ist hier in diesem ganzen Video, woher hast du das Dokument, was du eingeblendet hast? Wo steht, dass dieses Mädchen keinen Schlag in den Unterleib bekommen hat, sondern in den Bauch? Und dann sitzt du da ganz cool und lässt und sagst, ha, guck mal, hier steht aber, die hat gar keinen Schlag in den Unterleib bekommen, sondern nur in den Bauch. Dann frage ich mich, wenn eine schwangere Frau einen Schlag in den Bauch bekommt, ist es dann weniger effektiv oder was? Ist doch noch schlimmer. Junge, du bist wirklich ein Primat, ich habe dich intelligenter eingeschätzt. Wie kannst du dann cool und lässig sagen, aber guck mal, hier steht, gar kein Schlag in den Unterleib, nur in den Bauch. Ja, und Bauch ist doch noch viel gravierender. Leute, ich mache keinen Unterschied zwischen Angriffsfläche, aber der schon. So. Und der versucht so, seine Leute zu verarschen. Jetzt frage ich mich, woher hast du das Dokument, was du da eingeblendet hast? Das hast du entweder von Citadel bekommen oder du hast es selber gefälscht und hochgeladen. Ja? Komm, wenigstens im Stream, wenigstens bei deinen Leuten, sag mal uns, woher du dieses Dokument hast. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Okay, woher hast du dieses Dokument? Weil du sagst ja, du hattest nie Kontakt mit Citadel. Aber da haben wir dich auch schon entlarvt, dass du wohl Kontakt mit ihm hast. Bei Ali Osman hat man es ganz genau gesehen, dass du sogar öfters auf Cedar und diesen Expo von Miami Gianni reagiert hast und sogar zugestimmt hat, als Cedar gesagt hat, der hat dir unfassbar viele Sachen zukommen lassen. Mazdak war schon transparent gewesen.
Und dann sitzt er da mit seiner Mario-Mütze und stimmt dem allen noch zu. Und dann, paar Monate später, setzt er sich dahin und sagt, ach, Abstand von solchen Leuten, niemals Kontakt halten und dies und das. Aber du hattest in dem ganzen Zeitraum Kontakt gehabt mit diesen Leuten. Und wie gesagt, guck mal, innerhalb von kurzer Zeit, wie viele Lügen, wie viele Widersprüche wir von dir aufgedeckt haben. Und dann bringst du ein Video, wo absolut kein Inhalt drin ist. Ja, da war kein Inhalt drin gewesen, da waren keine Beweismittel drin gewesen, aber schreib's in dein Titel Zerstörungsvideo. So, wo war das denn bitte eine Zerstörung? Ich habe nicht ein bisschen gespürt von der Mazdok Army. Wo sind die? Die gibt's nicht, die existieren nicht. Das ist alles nur in seinem Kopf so, und die einigen wenigen, die der hat, die den bei Twitch supporten, versucht er an sich zu halten und denen das so hinzustellen, dass die stärkste Army auf YouTube sind. Und das ist auf jeden Fall ein unfassbarer Witz. Wie gesagt, der ist nur eine Kopie, versucht immer Kontakt aufzubauen mit YouTubern, mit ABK, mit Monte und so, aber die haben denen nie so wirklich geholfen, weil die ganz genau wissen, was für ein Blutsauger und Vampir du bist. Aber mit dir werden wir noch sehr viel Spaß haben. Und am Ende seiner Videos hat man gemerkt, wie er jetzt versucht zu rudern. Aber wohin willst du denn rudern? So, das ist nicht so ein Beef, wo du einmal zwei Videos hochladen kannst und dann denkst du, der Beef ist vorbei. Das kannst du mit deinen anderen Kandidaten machen, Junge. Ich habe gesagt, die Zeit ist relativ. Grüße an Einstein, das habe ich doch gesagt. Wir werden sehen, wer den längeren Atem hat. Ich werde dich die nächsten Wochen und Monate nicht mehr loslassen. Ich werde alles, was du machst, nehmen und gegen dich verwenden, weil du hast einfach unfassbar viel Angriffsfläche. Die Leute auch da draußen, diese ganzen Streamer, Memer und so weiter, ne? Alter, Fleisch ist im Kolosseum, bedient euch, macht euch satt, füllt euren Bauch, benutzt diesen Menschen als Sprungbrett für eure Dings, eigenen Zwecke. Das sage ich euch wirklich vom Herzen. Benutzt den Mazdok als Sprungbrett für eure eigenen Werke, weil der das genauso macht, ja, mit seinen Reaction-Videos. Der macht das genauso. Jeden Namen saugt der aus, bis nur noch Knochen übrig bleiben, ja, nicht Knochen trocken. So einer ist das, ey, über wen reden wir hier? Der Typ ist ein Blutsauger, Alter. So, der hat es nicht anders verdient, im Kolosseum zu landen, so. Die Tore sind geschlossen, der ist drinnen, seine Haare sind schon an der Kutsche dran gemacht und dann sehen wir uns wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen wieder. Bleibt auf jeden Fall gespannt und schaut unbedingt auf Telegram vorbei. Dort werden wir euch Beweismaterial geben, auch die wir tatsächlich nicht immer auf YouTube hochladen können. Deswegen schaut dort unbedingt vorbei. Ich werde auch jetzt heute nochmal dort etwas zeigen, dass der Ali Osman den Master groß gemacht hat und nicht andersrum, okay? Weil er versucht es jetzt so zu drehen, dass er dem Ali eine Bühne geboten hat. Aber das ist absoluter Schwachsinn, weil mit Ali Osman und mit dem Kolosseum und mit der Bubble hat Mazdok immer die meisten Klicks generiert und das meiste Geld rausgeholt. Auf seinen Videos ist sehr wohl Werbung geschaltet, weil er immer zu seinen Leuten sagt, nein, das stimmt nicht und so. Das ist alles nur Lug und Trug, meine lieben Damen und Herren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt immer loyal zu euren Mitmenschen. Passt auf euch auf. Ciao.